So, jetzt geht's weiter mit dem 27. Teil. Wollte jetzt doch noch einen fünften Folge aufnehmen. Und dann wollte jetzt noch hier jetzt doch ein Aufruf brauchen. Das Stück in die Fledermaus. Hab ich das gehört? Das ist spawnen. Wasser. Vier Fackeln habe ich noch. Für Lava, aber wo ist die? Kohle. Aber ich suche was anderes. Ich will Diamanten haben. Den Zaubertisch fragen kann. Dafür brauche ich 5 Diamanten, also erstmal 3 Diamanten, um eine diamantene Spitze zu bauen und auf Lydian zu bekommen. Eisen nehme ich mit, aber Kohle ist erstmal weniger Priorität. Gerade ich hier erstmal weiter um nach Diamant, Gold, Lapislazuli, also wertvollen Erbsen hier zu suchen. Gold! Gerade wenn ich rede, kommt schon ein Goldvorkommen. Eine Eisenspitzhacke habe ich ja, also ich kann das also abbauen. Aber das Eisen selber nehme ich auch wiederum mit. Das Gold auch. Nein, nicht mit der Stein, mit der Eisenspitzhacke. Steinspitzhacke kann kein Gold abbauen. Vielleicht stoße ich dann mal auf den ersten Diamanten. Also ich habe ja, bin zwar jetzt schon im 27. Teil, aber ich habe immer noch keinen Diamanten. Dadurch wird es langsam Zeit, das mal zu ändern. Und erstmal weitere Fackeln herstellen. Ich habe ja noch Kohle ein bisschen abgebaut auf dem Weg hierher. Aber immer, dass ich vielleicht. Damit könnte ich die Gänge eigentlich auch so ausnutzen, dass ich die dann immer so mit TNT aufsprenge. Oder ich gehe in den Leim frei. Obwohl eigentlich so brauche ich das ja nicht. Ich kann ja immer nachts rausgehen und. Weil nachts vorne sowieso Slimes draußen im Sumpfbiom. Ist doch eigentlich nicht so schlecht. Höhlengeräusch. Ich höre Lava. Also wird mal wieder eine ordentliche Cobblestone haben. Oh, Lapis Lazuli. Fackel. Und draußen regnet. Lava. Grab ich jetzt mal hier ein bisschen rum. Eine Höhle. Der ist daneben. Dahin. Eisen. Geht's hoch. Das sind hier Diamanten. Das wir verhindern, dass sie was spawnen kann. Spinne da. Und Spinne und ein Skelett und da ist Gold. Oh, sieht die Korrekt. Skelett war ja auch noch hier ein. Jetzt ist das aber weg. Was ist hier weg? Da ist das Skelett. Und das Schwert ist kaputt. Weg mit den Knochen, das Eisenschwert. Nicht die Leiter da hin. Hier sind wir runter. Mehr Eisen. Und nochmal Lava.
Hier ist aber nur Kohle. Und die da setzen wir zurück. Kohle lasse ich drin. Also Kohle mit ich. Jetzt hier das Eisen. Das Gold. Nicht das Gold vergessen hier. Das ist ein relativ großes Gold. Bekommen 7. 8 sogar. 8 Golderz, aber eine Goldspitzhacke lohnt sich nicht, weil die ja nach 33 Benutzung geht sie schon kaputt. Aber zumindest kann die schneller abbauen als eine Diamantspitzhacke. Aber ich würde halt nicht gerne machen, dass das Gold so etwa um 500 Benutzungen hält. Hier ist es ein bisschen schwieriger. Jetzt habe ich noch ein bisschen schärferes Schwert hier. Da bin ich auch hergekommen. Lava. Cobblestone. Oh, eine unterirdische Schlucht. Sieht doch auch ganz cool aus. Vielleicht treffe ich die mal auf Mineralien. Außen. Da kommt wiederum Eisen. Zigtausend mal mit Eisen. Mehr davon. Ich bin so richtig Eisen. Das ist eine richtig Eisen, eine Eisenhöhle. Ich will mal die ganze Wand auf Eisenblöcken bauen. Da war schon das nächste Eisen vorkommen. Da ist noch Eisen. Aber ich muss manchmal hier ein bisschen um die Lava herum ein bisschen graben. Um vielleicht mal auf Diamanten zu stoßen. Dann mal hier mit 3 Blöcke hoch und graben. Um den Lavasee. Ich verbrenne da die Items. Stein ist sowieso nicht so wertvoll. Ich guck mal hier, ob vielleicht noch ein Diamant da ist. Ich grabe jetzt hier 3 Blöcke hoch frei. Das heißt, dritte Spitzhacke soll jetzt nicht sterben. Ich bin jetzt hier auf Diamanten gefunden. Ich habe jetzt zwar auch ordentlich Gold gefunden, also 10 Stück Gold erst habe ich jetzt im Moment im Inventar, was nicht verloren gehen sollte. Und es scheint kein Diamant zu sein um die Lava. So meistens ist das doch der Fall. Weiter da sehen. Muss ich gleich ja noch die Eisenspitzhacke benutzen, damit ich überhaupt nicht über die Runden kommen kann. Der Ebene grabe ich hoch. Da hinten ist mein Minengang. Da ist der nächste Minengang. Dann bin ich hier über die Lava rübergegangen. Also wenn ich jetzt hier, sag ich mal, diesen noch unten weggeschlagen und zack, in Lava.
Ich werde Lava und tot. Ich habe jetzt den ganzen Lava-See frei. Weiter jetzt, glaube ich, noch weiter. Na, hier ist keine Lava, hier ist aber wieder Lava. Vielleicht führt mich der Lava-See irgendwo noch hin. Nee, aber nix. Ich kann also nicht wirklich irgendwo hinzuführen. So, jetzt könnte ich erstmal, warte, ich nur unterbrechen, aber jetzt kann ich erstmal weiter machen. Pass auf, nicht in die Lava zu fallen. Ich bin nämlich nach den Diamanten gesucht. Oh, jetzt mal in die Lava ziehen. Ja, so ist die Lava ein bisschen zugebaut. Dann kann ich da oben das Eisen ein bisschen rankommen. Oh, es kommt mehr Lava. Krass. Weiter hier sind mehr Eisen. Noch mehr Eisen. Oh, bald gut. Und die nächste Spitzhacke jetzt. Keine Spitzhacke mehr. Dann muss ich da sowieso wieder hoch. Aber ich glaube, ich würde sonst vielleicht später mal wieder nach auf Diamantensuche gehen. Besser wieder nach. Zurück. Ich werde aber bestimmt mal Diamanten finden müssen. Damit ich mir den Verzauberungstisch machen kann. Und dafür brauche ich auch nicht Obsidian. Dafür brauche ich also mindestens 5 Diamanten. 3 für die Diamantspitzhacke, um Obsidian abzubauen und noch 2 mehr Diamanten. Also 5er Diamanten bekommen gibt es nicht, weil sie gibt es. Und wenn es Tageszeit ist, ist es draußen, es ist Nacht. Schwert. Was heißt mit Mond? Halbmond. Ich habe vielleicht doch einen kleinen Spawn. Das Essen, ne? Das sieht ganz gut aus hier. Einer Zombie. Ewig Zombie. Das war überraschend. Ja, da kann ich die Pfeile auch noch wieder aufnehmen. Noch ein wenig Zombie. Für 2 Baby-Zombies. Wo uns dein Slime spawnt. Ist ja jetzt Nacht. Das ist zwar ein Halbmond, aber es ist zumindest Nacht draußen. Aber ich will jetzt auch die Nacht nicht mehr überspringen. Die ist ja sowieso bald vorbei. Hier ist alles relativ hell erleuchtet. Da hinten sind Skelette und Schweine. Ich wollte ja mal einmal nach NPC-Dorf gehen. Das könnte vielleicht im nächsten Teil mal wieder weiter vorführen, diese Suche nach NPC-Dörfern. Ich
weiß gerade nicht so recht, was ich machen soll. Hier sollen ein Schweine rein. Hier soll ein Schweinegehege werden. Und dafür brauche ich ja Karotten. Und ich habe ja noch keinen gefunden. Ich muss ja erstmal NPC-Dörfer suchen gehen. Also könnte ich jetzt am Tag wieder losziehen. Am besten mit dem Bett. Was ist denn? Da ist ein Bett. Dann kann ich erstmal das Eisen, erstmal das Gold hier. Erstmal hier das Gold einschmelzen. Diese Truhe ist voll. Hier passt noch was rein. Zack, zack, zack. War's aber auch schon. Weil ich kann hier die Schießpulver und die Knochen noch reinpacken. Pfeile nehme ich mit, weil ich. Aber ich brauche nicht zwei Bögen. Wie lange brauche ich denn? Ach, da braucht man ein bisschen. Hier ist ein Creeper. Aber es wird jetzt der Tag. Hier ist ja noch ein bisschen mehr wegschmeißen. Das Redstone, Lapis Lazuli. Den Bruchstein brauchen nicht so viel. Oder habe ich ja eine gekriegt? Eine Karotte. Ach, Zombies droppen die ja selten. Ich hätte ja zwei Baby-Zombies besiegt. Und da kommt das vielleicht her. Selbstbank nehme ich mit. Erde nehme ich auch mit. Nehme ich nicht, nehme ich mit. Kann ich alles mitnehmen? Das muss ich mitnehmen. Einzige Karotte brauche ich jetzt im Moment nicht. Die Fackeln, dann muss ich ein bisschen ein paar mehr craften. Gold ist noch nicht fertig. Und noch ein bisschen mehr Kohle holen. Also ich glaube, ich muss mal bald wieder eine Mine wieder Kohle holen. Weil meine Kohle wieder langsam zur Neige geht. Jetzt erwarte ich, bis das Gold fertig ist. Dann kann ich nämlich das Eisen reinpacken. Zack, jetzt ist Gold fertig. Rein damit. 16 Goldbarren habe ich jetzt schon. Ich habe auch hier ordentlich Erde. Also einige volle 64 Stacks und hier sind noch mehr 64 Stacks an Erde. Aber jetzt habe ich erstmal noch alle nötigen Sachen, um loszuziehen. Um auf Dorfsuche zu gehen. Also jetzt das tagsüber. Wenn ich ja jetzt an diesem Part schon losziehe. Deshalb gehe ich in diese Richtung. Die Wüsten würde ich mir auch mal merken, weil ich nämlich auch wieder ein bisschen mehr Sand brauche. Und die oder Sandstein brauche ich. Um die Pyramide da unten dann den Sandsteinboden fertigzustellen. Da brauche ich viele Stacks. Also ich brauche bestimmt noch 10 weitere Stacks oder sowas. Hier ist ein Eichen und ein Gemischwald. Jetzt wollte ich nach Dörfern im Ausschau halten. Ich mach jetzt hier weg die Erde. Da sind Schafe, da sind Hühner. Fuck. Hat er ein Ei gelegt? Ja, der hat ein Ei gelegt. Ein Ei. Kann ich auch nicht gebrauchen. Irgendwann mal später. Man kann ja auch Eiern, kann man ganz, wenn man viele Eier hat, dann kann man einfach die Eier so packen, dass dann Hühner kommen und den auch mal wieder Eier legen und eine Eierfarm kriegt. Eierfarm ist nicht schwer. Na, jetzt leckt das auch ein bisschen, weil ich jetzt hier ein neues Gebiet erfunde. Mit Äpfeln. Stört mal ein wenig. Das kommt hier. In eine Höhle. Aber hier muss doch mal. Was ist das? Root Forward. Kompass habe ich ja jetzt auch dabei, da sollte ich ja eigentlich in diese Richtung gehen. Um nach NPC-Dörfern Ausschau zu halten.
Dann geht's einfach weiter. So, jetzt ist der Part schon wieder bei über 20 Minuten Aufnahmezeit gekommen. Also ich nehme ja eigentlich jetzt hier in zwei Teilen auf, aber ich bin insgesamt über 20 Minuten schon, deswegen werde ich vielleicht die Aufnahme jetzt beenden. Oh, Birkenwald. Liken würde mich motivieren zu weiteren Videos. Genauso wie ein Abonnement hierüber. Und teilen macht mich bekannter. Bis dann und ciao.